Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von dem Kanal, dem Inkling World P. Ich bin aber wieder Star Wars Battle von 20 mit dem guten Han Solo. Einerseits, weil ihr sowieso mal alle Helden so durchgehen mag. Andererseits, weil ihr da, wie ihr schon gesehen habt, einen Skin dafür habt mittlerweile. Ich finde ihn einfach mega cool, der ist legendär. Der ist eine Solo Star Wars Story. Meiner Meinung nach der beste Film von Disney, der war einfach nur absolut gut. Er war wirklich endlich mal ein guter Film von Disney wieder. Kampf gegen Vader stand nicht in meinem Vertrag. Ja, gut. Rogue One war auch gut. Ups. Mann, jetzt habe ich dem nicht einmal Schaden gemacht. Oi, der Vater, wo? Wer ist denn da hinter mir? Ja, super, du, das habe ich jetzt verloren. Wer hat denn da die ganze Zeit geschossen? Ach so, Boba. Bobas Geräusch war das. Okay, und der Kylo hat mich ja ziemlich fokussiert. Genau, aber ansonsten, feuchter Anfang dieser Aufnahme, ein wenig geleckt hat. Dafür konnte ich leider nichts, also so, dass irgendwie plötzlich ein Teil übersprungen wird. Ich habe nämlich schon ein Video aufgenommen, das war Naboo. Galaktischer Angriff. Das war aber einfach nur absolut behindert. Der hat dreimal übersprungen. Es hat einfach nur, also direkt am Anfang. Und dann ziemlich große Teile. Also so, keine Ahnung, also ziemlich groß. Ich meine jetzt sowas wie 3 Sekunden oder sowas. Also und da ständig. Das hat, also das habe ich einfach nicht hochladen können. Genau, das wäre, ich habe ja schon das Video von der Phasma aufgenommen, das ruckelt auch schon wieder am Anfang. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, ist sehr komisch. Genau. Zu Phasma habe ich heute schon ein Video gemacht. Ich weiß nicht mal, ob ich es genau schon erklärt habe. In dem Video mit der Phasma sehe ich leider gar nichts. Die ist nur ungefähr in die Richtung von dem Nametag. Genau, ich weiß nicht, ob ich es schon fertig erklärt habe, aber es kommt halt jetzt Video, also jetzt kommen 2 Videos. Halt, weil ich aus schulischen Gründen es nicht geschafft habe. Komm. Ich habe es aus schulischen Gründen nicht geschafft, nur was aufzunehmen, weil ich war am Donnerstag. Da war ja Feiertag und da war ich dann in einem Feriencamp. Wie gesagt, eine klare Sache. Oh, da komm her. Ihr seid hilflos. Genau, da war ich in einem Feriencamp und. Oh mein Gott, wie viel sind denn da? Okay, das bin. Ja, boah. Genau, da war ich in einem Feriencamp, deswegen habe ich am Freitag freigerückt, bin dann erst am Sonntag um. Wann bin ich okay? Ich glaube um 3 Uhr oder so bin ich am Sonntag in der Früh okay mehr. Das ist so der Grund, warum ich da einfach nichts mehr aufnehmen habe, Kinder. Deswegen kommen halt jetzt 2 Videos. Gibt es jemanden, auf den ihr nicht automatisch schießt? So, der mag jetzt da mal rum dumm geht. Jetzt mag ich aber nicht, dass der das tut. Der mag wieder da rum dumm geht. Hey, 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 wir sind doch alle erwachsen. Mist! Leidet. Er hat's verkackt. Aber bin es nicht der beste Held, deswegen freue ich mich gerade so, dass ich gegen einen Nahkämpfer so ziemlich im Nahkampf gewonnen habe. Und so ist eigentlich ein grundsätzlicher Held, der ziemlich perfekt im Spiel war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das habe ich sogar gesagt am Ende vor dem Video mit der Phasma. Das ist momentan, während die Videos hier aufnehmen, wir am Uploaden. Oh, der glaube ich mal Rache. Hey, what? Den habe ich nicht erwischt. Wo sind wir? So, der wird wahrscheinlich vorbeigeguckt sein. Okay, sehr gut. Ich habe immer einen Schaden noch. Das heißt, ich habe meine Granate nicht verschmissen, dann bin ich glücklich. Wo ist denn der? Ich konnte nicht sehen. Habe ich den jetzt erwischt? What? Ich konnte nicht sein, dass ich den nicht erwischt habe. Ja, sicher. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, der ist ja noch full life, also geht ihn hier wahrscheinlich jetzt nichts mehr geschafft. Genau, das war so erstmal das, was ich so am Anfang abhandeln wollte. So, also ich habe über Solo Star Wars Story geredet. Also direkt am Anfang, glaube ich, um den Skin zu erklären. Ich habe das mit dem Ruckeln erklärt. So, irgendwas kann ich mit dem so. Naja, keine Ahnung. Ach ja, genau, stimmt, das war schon wieder ein. Ich habe vorher auch mit dem Han Solo gehabt. Die weiß ich nicht, wo die hingekommen ist. Vielleicht habe ich die aus Versehen gelöscht oder so. Oder hat sie vielleicht dafür selber gelöscht. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich vergessen aufzunehmen, aber das bezweifle ich jetzt ganz ehrlich einfach mal.
Das ist. Nein, das kann einfach nicht sein. Das gibt keinen Sinn. Ich hab schon Bantercode gesehen, nein, der besser gekämpft hat. Bantercode, der besser gekämpft hat. Ganz sicher. Der Vater habe ich dem nur Schaden gegeben im Nahkampf. Ich muss mir irgendwie irgendwo noch mit den Fernkampffällen ein bisschen mehr auf Distanz zum gehen. Ich gehe da irgendwie immer so in den Zweikampf. Aber ich muss jetzt erstmal schaffen, irgendwie zu meinen Teammates zu kommen. Aber gleichzeitig auch irgendwie zum Gegner. Was ich sagen würde, ich habe vorher eben schon Runden mit Han Solo gehabt. Geht's hier durch? Nein, geht's nicht. Die war eigentlich mega lustig. Ich habe irgendwie immer einmal oder so draufgeschossen auf unseren Helden. Also meine Teammates schon die ganze Zeit irgendwie so einen Gegner angegriffen. Und ich bin dann halt so plötzlich dazugekommen, habe einen Schuss abgelassen. Und dann war es auch noch mein Kill und das ist dann halt ständig passiert. Ich war dann bis kurz vor dem Schluss Erster in meinem Team und ich habe eigentlich nie so Abstaub-Kills gehabt. Deswegen ist es ziemlich lustig. Den da hätte ich eh abschießen sollen. Oh, der ist stuck. Oh mein Gott! Nehmt euch in Acht. Come on, den Dober noch! Bist. Stimmt, wie viel sind wir eigentlich? What? Wir sind in der Unterzahl? Das ist mir jetzt aufgefallen. Das erklärt dann vielleicht einfach, warum sie oft umgebracht hat. Ja, das war es dann zum kleinen Mannequin. Genau. Dann glaube ich, habe ich mich jetzt mittlerweile alle Themen durch. Oder habe ich schon fertig erzählt? Ah ja, genau. Ja, ich habe es eigentlich schon ungefähr fertig erzählt. Also die Runde war wirklich ziemlich cool. Ich hätte so gerne aufgeklärt. Wir haben es am Ende leider nochmal knapp verloren. Ach komm. Ja. Ja, mein Gegner! Mit dem Ding! Als ob der mich nur gekriegt hat, Junge. Das war ein Schuss gewesen! Oder vielleicht war. Ja, gut. Hätte mir ziemlich egal. War trotzdem fast tot gewesen. Genau. So, ich muss nochmal überlegen. Meine Vergesslichkeit, aber doch, ja, doch, ja, so, doch. Das ich glaube, ich habe mein Thema durch. Widersetzt euch nicht. Hehe. Meine Granate liegt da. Bumm! Ey! Junge, Alter, der geht doch pur auf mich. Aber der muss jetzt mittlerweile schon wieder gestorben sein, sonst hätte er nicht so viel Leben. Das kann nicht sein. Und vor allem mit seiner Anzahl an Leben, die er vorher gehabt hat, hat er sicher immer Kills gemacht, sind sie so hoch. Zumal das bezweifle ich. So, jetzt muss ich endlich mal schauen, dass ich zu meinem Team rüberkomme. Die sind doch alle links, aber irgendwie versperren mir immer die Schurken den Weg. Oh mein Gott, ich hab schon wieder einen Kill gemacht. Ach, super, wieder daneben gelaufen. Hey Junge, warum mache ich denn einen Konstrukt? Wo ist der hin? Alter, Vater, dieser Boba! Der ballert dann mit Raketen zu. Ich hätte den Vader, das, da bin ich mir ziemlich sicher, den Vader, den hätte ich noch gehabt. Auf jeden Fall den Vader noch. Und, oh, wir sind wieder zu viert! Oh, ist mir das eigentlich jetzt so aufgefallen. Das hätten wir vorher schon gesehen, dass da drei Team jetzt da sind. Ups! Ja, ich bin es ja nicht gewohnt, in Unterzahl zu. Oh mein Gott, wie ist der weggeflogen? Hat er gerade so einen Zeitverzahl gehabt? Ich glaube sogar einen Doppel. Oh, das war in etwa so wie vorher, das ist die ganze Zeit passiert. Ich hab einen Schuss rein. Und dann war er tot. Oh mein Gott! Jetzt läuft es so wie vorher. Ich mach einen Kill am anderen. Ja, komm, lass mich runter. So, noch mal Schaden drauf. Ah, den hat die Leia gekriegt. Ja, da lauf ich jetzt einmal mit durch. Ups, sorry. Hallo, du bist mein Sohn. Also im Film ist es ganz anders passiert. Das war nicht auf Yavin 4. Hm. Also das 4 Schuss sehe ich nicht. Viel Spaß. What? Wo? Hm? Ich habe keine Lust, dass da oben ein Spawn drauf ist. Könnt ihr mir im Übrigen immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Battle von 200 findet oder ob ihr findet, dass es nach einer Zeit langweilig ist. Also mir macht es nach wie vor noch mega viel Spaß. Vor allem, wenn man halt online spielen kann. Kunde spielen fast nicht langweilig, ein bisschen Krieg hätte ich jetzt haben können. Oh nein, jetzt gleich. Oh, Schwester. Ach na, warte, du bist mir bei Schwester ein bisschen drauf. Ups. Sehr gut. Und da haben wir Gunnar! Oder? Ja, wir haben Gunnar. Sehr schön, ich bin zwar immer der Dritte. Ja, irgendwie schon ein bisschen peinlich. Ja gut, aber immerhin ist der frisch dazugekommen ist. Nicht. Haben wir nicht überholt. Stimmt, dann ist eigentlich eh nicht peinlich, weil ich meine Pünktlichkeit. Ach ja, ist egal. Ja, ist egal. Vergesst, was ich gesagt habe.
Genau, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Han Solo-Skin findet. Ihr könnt so einen Kommentar schreiben, wie ihr Han Solo grundsätzlich findet. Ansonsten hoffen wir, dass euch der Park gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Mal wieder. Ciao!